das sind Überzeugungstäter. Ja, also die Leute hier wollen das wirklich machen, die nehmen das ernst. Hier geht es nicht um Alibi-Handlungen, hier geht es wirklich um Sicherheit. Die größte Herausforderung ist sicherlich, innerhalb dieser doch vergleichsweise kurzen Zeit diese hohe Anzahl an Aktivitäten gleichzeitig im Feld, also in den Anlagen, sicher zu begleiten. Nur durch die Praxis und durch das ständige Üben gehen notwendige Abläufe eben auch in Fleisch und Blut über und können dann ohne Zeitverzögerung abgerufen werden. Shutdowns und Turnarounds gehören zu den anspruchsvollsten und kritischsten Aufgaben einer Raffinerie. In kürzester Zeit muss eine Vielzahl an Arbeiten, Wartungen und Reparaturen durchgeführt werden. Die Anzahl von Kontraktoren beläuft sich bei diesen Arbeiten oftmals im vierstelligen Bereich. Für den Schutz von Mensch und Anlage sorgt Dräger. Der Lübecker Konzern begleitet weltweit Stillstände jeder Größe. Und das immer mit der Vorgabe, null Ausfälle, null unerwartete Ereignisse, null Unfälle. Um das dem Kunden zu gewährleisten, geht Dräger bezüglich Personal, Planung und Durchführung einzigartige Wege. Einen Monat vor einem großen Stillstand. Die Planungsphase ist abgeschlossen, jetzt wird das Sicherheitspersonal ausgebildet. Über 100 Männer und Frauen haben sich im Schulungsort eingefunden. Hier werden sie von Profis und Experten ausgebildet. Dräger geht bei der Schulung einen Schritt weiter als andere. Neben der fundierten Theorieausbildung bekommen die Anwärter auch praktische Unterweisungen, die für die Gegebenheiten vor Ort notwendig sind. Individuelle Trainingsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Sichern oder das Einsteigen in Behälter und enge Räume, wie es bei Shutdowns mehrere hundert Male vorkommen wird. Dräger schult mit eigens entwickelten Trainingsanlagen, der Lerneffekt ist sofort da. Auch das Feuerlöschertraining ist Bestandteil der praktischen Ausbildung. Die Löscherfolgskontrolle zeigt sofort, ob der Löschversuch richtig und somit erfolgreich war. Nach mehreren Tagen Schulung und Unterweisung, auch durch den Auftraggeber, geht's für die angehenden Sicherheitsposten um alles. Nur wer den Test fehlerfrei besteht, ist gut genug für den Job. Eine perfekte Planung und Umsetzung ist das Fundament für einen reibungslosen Ablauf. Der ganzheitliche Ansatz von Dräger ist bei der praktischen Durchführung einzigartig im Shutdown-Rental-Management. Denn neben bestens geschultem Personal wartet Dräger mit einem einzigartigen Shop-System auf, das in ein ganzheitliches Software-Management integriert ist. Jede Bewegung, jeder Arbeitsschritt kann ad hoc eingesehen, dokumentiert und bei Bedarf sofort korrigiert werden. Und so funktioniert das ganzheitliche System. Die Sicherheitsposten registrieren sich mit den elektronischen Ausweisen. Dann werden sie vom Disponenten eingeteilt. Die Dräger-Software zeigt sofort an, wer wo, wie lange und in welcher Funktion arbeitet. Der Disponent ist mit den Einsatzkräften vor Ort in ständigem Funkkontakt. Eine Aktualisierung bzw. eine Anpassung oder eine Umplanung sind so sofort möglich. Die Einsatzkraft kann die für seine Arbeit benötigte Ausrüstung ausleihen. Der Dräger-Shop verfügt über mehr als 2000 sicherheitstechnische Geräte, die für einen sicheren Turnaround notwendig sind. Das Sortiment ist 1:1 an die Bedürfnisse und Arbeitsanforderungen vor Ort angepasst. Und selbstverständlich haben, wenn gefordert, alle notwendigen Produkte im Dräger-Safety-Shop eine jeweilige sicherheitsspezifische Zertifizierung. Musik
Alle Geräte sind kalibriert, bestens gewartet, dafür sorgt der Trägerservice vor Ort. Verbrauchsmittel können vom Hersteller, also von Träger, direkt vor Ort aufgefüllt werden. Alle Geräte werden nach ihrem Einsatz nach dem vorgegebenen Prozess geprüft. Und sollte doch einmal ein Gerät beim Einsatz beschädigt werden, so sorgt der weltweit agierende Trägerservice für einen Austausch just in time. Natürlich können auch die Kontraktoren auf dem Gelände den Träger Safety Shop in Anspruch nehmen. Träger sorgt so für maximalen Service, höchstmögliche Sicherheit und minimalen Aufwand für den Kunden bei voller Kostenkontrolle. Bevor an den Anlagen Arbeiten durchgeführt werden dürfen, wird der Arbeitsbereich sorgfältig geprüft. Das erledigen unter anderem die Träger-Gasanalysten. Per Fax bekommen sie ihren Einsatzort mitgeteilt. Ausgerüstet mit modernstem Messequipment führt der Gasanalyst dann vor Ort mehrere Prüfungen durch. Und sollten Konzentrationen oder Werte nicht in Ordnung sein, wird gleich gehandelt. Oftmals reichen schon Hochleistungslüfter aus dem Träger-Safety-Shop aus, um für eine schadstofffreie Atmosphäre zu sorgen. Aber auch CSA-Anzüge stehen jederzeit und immer bei Bedarf zur Verfügung. Strenge Vorschriften und eine penible Einhaltung, die Aufgaben sowie die vorgegebenen Prozesse der Sicherungsposten zum Schutz der Sicherheit und der Anlage sind klar definiert. Vor Arbeitsantritt eines Kontraktors kontrolliert der Sicherheitsposten erst einmal die Erlaubnisscheine. Während der Arbeiter die Schutzausrüstung anlegt, führt der Sicherungsposten eine zusätzliche Kontrolle der Freigabenmessung durch. Sind alle Werte okay und ist die Schutzausrüstung ordentlich angelegt, darf der Arbeiter einsteigen. Uhrzeit, Name und Messwerte werden ebenfalls dokumentiert. Und auch während der Arbeiten kontrolliert der Sicherheitsposten die Umgebungswerte. Und auch in der Kolonne selbst werden Umgebungswerte während der Arbeiten kontinuierlich überprüft. Zum Beispiel mit einem Gasmessgerät Träger X-Zone 5000 aus dem Träger Safety Shop. Diese Bereichsüberwacher können individuell auf die vor Ort auftretenden Gase konfiguriert werden. Außerdem können bis zu 25 Geräte zu einer drahtlosen Alarmkette zusammengeschlossen werden. Für den Einsatz heißt das ganz konkret: Gibt es im Inneren der Kolonne einen Gasalarm, warnt das Träger X-Zone 5000 nicht nur die Menschen vor Ort, sondern löst diesen Alarm auch auf den anderen Geräten aus, die zum Beispiel bei den Sicherheitsposten aufgestellt wurden. Erst jetzt dürfen die Kontraktoren zu ihrem Arbeitsplatz. Auch hier werden wieder die Erlaubnisscheine geprüft und Namen bzw. Arbeiten dokumentiert. Nach kurzem Check der Arbeitsumgebung hängt der Sicherheitsposten ein Gasmessgerät in unmittelbarer Arbeitsnähe auf. Erst jetzt dürfen die Kontraktoren mit der Heißarbeit beginnen. Und auch während der Durchführung werden Ausführende und Arbeitsumgebung in regelmäßigem Abstand überwacht. Dank der fundierten Ausbildung der Sicherheitsverantwortlichen können Unregelmäßigkeiten gleich erkannt und Maßnahmen sofort eingeleitet werden. Der Aufwand bei diesem Shutdown bestand aus über 40.000 Arbeitsschritten. Alle wurden von Träger überwacht und dokumentiert. Jede Maßnahme wurde ausgewertet. Absolute Transparenz für den Kunden und natürlich ein Lerneffekt für künftige Shutdowns. Ich denke, Träger hat sich mittlerweile bei Dow etabliert. Wir haben dort eine, denke ich, sehr gute Erfahrung, auf die wir schon aufbauen konnten. Und wir sind auch sehr froh, dass wir auch dieses Mal Träger wieder hier für die Begleitung unseres Stillstandes gewinnen konnten. Denn bei der hohen Anzahl an Aktivitäten, die wir hier haben, könnten wir das von Dow nicht so professionell begleiten, wie wir das zu dieser Spitzenzeit brauchen. Wir suchen uns also gezielt Partnerfirmen, die uns dabei sowohl professionell
von der Ausbildung, wie auch von dem Material und auch natürlich von den Erfahrungen von früheren Stillständen, die wir mit diesen Firmen zusammen sammeln konnten, mit einbringen können. Das Konzept des Dräger Shutdown und Rental Management ist einzigartig. Es verbindet Sicherheit, Technik und Know-how zu einem ganzheitlichen Konzept. Mit bestens geschulten Mitarbeitern, mit einzigartigen Lösungsansätzen, mit eigenen Technologien und mit eigenen Systemlösungen liefert Dräger eine höchstmögliche Sicherheit und ein Maximum an Transparenz bei einem der wohl aufwendigsten industriellen Vorhaben unserer Zeit.